gegründet? Also wir gründen schon vor ein paar Jahren in dieser Formation seit drei Jahren. Also das wirkliche dritte Jahr. Ja, aber wir gründen natürlich schon vor 10 Jahren oder so. Wie seid ihr zusammengekommen? Wart ihr immer in der Konstellation? Nein, wir waren zuerst eine völlig andere Formation, auch anderer Sound eigentlich. Ja, und dann hat sich das Ganze entwickelt. Wir sehen, vor 3 Jahren hat sich dann so das jetzige Line-Up eigentlich eingestellt und eingespielt und es hat direkt gefunkt und ja, seitdem sind wir so unterwegs. Habt ihr das schon vorher oder wie habt ihr jetzt die Gedanken gelernt? durch die Rechte bezogen. Nein, natürlich. Quer durchs Internet, durch Leute, die jemanden wieder gekannt haben, der einen anderen gekannt und so sind wir aufeinander geschossen. Und ursprüngliche Musikrichtung? Es war ein bisschen ethisch. Also, ja, es war ethisch. Und wenig melodiös, sage ich jetzt einmal. Und jetzt geht es ja wirklich Richtung Rock. So angezählte Gitarren und melodiös ethisch. Wie seid ihr dazu gekommen? Wir sind jünger geworden in der Zwischenzeit und haben uns auf unsere Wurzeln besinnt, die dann doch ein bisschen... Also dazu mal, man macht ja, wenn man mit verschiedenen Leuten zusammenkommt und zusammen Musik machen, gibt es ja immer so einen Kompromiss, okay, und dann kommt ein Gemeinschaftsprodukt, der Musikstil heraus und mit den früheren Leuten war das, dieser Mix war einfach härter als mit den Leuten, die jetzt noch machen. Und euer Name, also Unshame, woher kommt er? Aus dem englischen Sprachraum. Seid ihr auch gekommen? Ja, also wir wollen einfach irgendetwas, das für uns steht oder mit dem wir uns sozusagen länger noch identifizieren können. Und weil für uns halt ja schon die Wochenenden mit der Band so ein bisschen was Entfesselndes haben, ja, kamen wir auf Unchained. Also ihr macht auch viel privat miteinander. Definitiv, ja. So habt ihr euch auch kennengelernt teilweise. Ja. Okay, und hattet ihr schon vorher viel mit Musik zu tun? Also schon immer? War das immer euer Traum, mit der Band gründen und später Musik machen? Nein, eigentlich nicht. Also das spätestens mit 14. Ja, mit 14. Also angefangen in der Schweiz ist es ja so, dass jeder mal einen Blockflöte spielen muss in der ersten Klasse. Dann hat sich schon herausgestellt, meine Lehrer hat mir gesagt, vergiss das mit dem Musik machen, das kommt bei dir nicht gut. Und da habe ich eben nicht auf ihn gehört. Und wahrscheinlich zu Rock'n'Roll. Ja genau. Wahrscheinlich war es das falsche Instrument. Und bei dir? Ja, etwa ähnlich. Also ja, mit 14 will man einfach mal eine Band gründen, damit man eine Band hat. Aber eben mit der Zeit hat sich dann mehr daraus entwickelt, dass wirklich dann eine Sache ist, die man aus Überzeugung macht, die man mit Freude macht und die man eigentlich nicht mehr hergeben will. Habt ihr denn bestimmte Vorbilder gehabt? Idole? Roberto Blanco war schon immer einer meiner Lieblingssänger. Ich habe dann später ein bisschen gewechselt. Aber... Zur Freude der Fans wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich. Es sind natürlich da die großen Helden der 60er und 70er Jahre oder der Zeppelin, Lizzy, ACDC, Black Sabbath. Das sind die Leute, ja, die wir gut finden und denen wir nachhaltig mit denen sind. Hat denn der Sieg beim Epic Rocker Swing Band Contest, hat das eure Karriere verändert? Was ist eine besondere Erfahrung? Ja, wir haben vielfach so an Wettbewerben mitgemacht und meistens ging es dann so in die Hose, dass wir irgendwie eine Runde weiterkamen, aber dann ist einer von Ägypten nicht mehr nach Hause gekommen, das andere Mal war einer krank. Und somit haben wir eigentlich gesagt, wir wollen nie mehr an einem Wettbewerb spielen, weil es hat eh keinen Sinn. Und dort haben wir es dann tatsächlich geschafft, wir konnten es doch eigentlich sogar das zweite Mal zu spielen zu gehen. Ja.
Aber das sind einfach alle Stationen. Man kann, ich glaube, man kann nicht sagen, ah, dieses Konzert hat uns jetzt Meilen weitergebracht. Aber die Summe von all diesen kleinen Schritten, die man macht, die ist sicher, ja, war das auch ein Schritt davon, von diesem Zelten aus. Wie viel Zeit investiert ihr so jetzt in die Musik? Seid ihr jede Woche, jeden Tag beschäftigt oder kann man sich das vorstellen? Nein, also das kann man sich so vorstellen, dass wir vielleicht zweimal in der Woche uns treffen, zusammen Musik machen und dann am Wochenende halt noch, also etwa dreimal pro Woche würde ich sagen. Also natürlich ist dann die Zeit nicht eingerechnet, jeder dann für sich noch probt, einfach dreimal in der Woche kommen wir zusammen und machen zusammen Musik. Und euer erstes Album, Punk and Play, könnt ihr mir dazu was erzählen? Ist es entstanden? Habt ihr irgendwas sagen? Ist natürlich das Beste, das wir je gemacht haben. Unbedingt. Unbedingt. Und ein Lichtblick in der Musikgeschichte, also kauft das Album. Plant ihr bereits schon das nächste Album? Ja, wenn wir genug Geld beisammen haben, werden wir das nächste Album sicher machen, so in 10 Jahren oder so. Nein. Also wir haben jetzt auch super Feedbacks bekommen zu diesem Album. Das hat uns natürlich angespornt, dass wir so bald wie möglich wieder ein neues Album machen werden. Und was habt ihr so in Zukunft vor? Also demnächst erstmal einige Shows? Also, wir sind jetzt einfach mal sicher noch ein Jahr unterwegs, einfach so schreiben nebenbei natürlich meine Songs. Aber momentan geht es um das Hauptanliegen der Band, nämlich raus auf die Bühne. Und wo findet man euch? Also in den nächsten Tagen, Wochen? www.punkt.ch findet ihr alles, Konzertdaten, Nacktfotos von uns in der Galerie, das gibt es alles. Ja, alles, was man sich denken kann. Einfach gratis, gibt es nicht. Das gibt es eigentlich nicht. Wobei, ich habe mal so einen USB-Stick gesehen, der wie ein Sack aussieht und da kann man dran. Ich glaube, wenn man da uns auf die Seite geht mit so einem USB-Stick, da könnte was rauskommen. Okay, dann vielen Dank und ja, viel Erfolg noch. Schön, dass ihr Zeit hattet und noch einen schönen Abend. Dankeschön. Yes.